Und die Frage ist jetzt, wie ist das denkbar? Ja, Wie geht wie das? soll man, wie soll man Wahrheit spüren? Und da sind wir jetzt wieder bei dem, was praktische Philosophie oder theoretische Philosophie ist. Ich denke, ich kann den historischen Materialismus kaum körperlich spüren. Das sozusagen als Weltanschauung ist das einmal etwas, was ich hören muss, wird auch körperliche Reaktionen auslösen, aber ich kann ihn jetzt nicht unmittelbar durch Kniebeugen erfahren. Das heißt, das muss um was anderes gehen. Und in der praktischen Philosophie geht es, denke ich mal, immer um den Sachverhalt von Menschen mit Menschen. Menschen mit Lebewesen und Dingen auch, aber sehr stark um die Wahrheit, um die zwischenmenschliche Wahrheit. Und da sind wir bei dem Wort, das du verwendet hast, bei der Intuition. Und da ist diese Intuition ist dann schon auch stark körperlich gebunden. Und ich mache oft so ein Experiment in einem Raum voller Menschen, zu wem fühlen sie sich hingezogen? Wer zieht sie, bevor irgendwer irgendein Wort sagt, wem stehen sie näher, wem stehen sie ferner? Nur auf ihn. Und es ist eine verblüffend hohe Übereinstimmung, dass auch nach stundenlangen oder wochenendlangen Gesprächen sich genau das, was man als erstes gespürt hat, sich dadurch herausstellt, dass es da Wesensverwandtschaften gibt. Dass man tatsächlich die Leute intuitiv in die richtige Distanz gestellt hat. Dass man dazu viel verlernen muss, weil gerade sozusagen das Körperliche jetzt eben so in diese rein körperlich und nicht sozusagen als beseelter Leib, zur Intuition fähiger, beseelter Leib gesehen wird, das ist klar. Darum sage ich ja, auf den Körper hören, das muss man wieder lernen. Das haben wir verlernt, glaube ich auch. Aber man kann es wieder lernen, weil er sich ja meldet. Der Körper meldet sich ja. Also in Angstsituationen ist es ganz, ganz deutlich, auch in verliebten Situationen ist es ganz deutlich, aber meldet sich in feineren Nuancen auch dazwischen. Und würde einem auch sagen, du bist zu nah oder du bist zu weit weg. Also ganz einfache räumliche Metaphern. Und das ist dann eine Wahrheit. Das ist nicht die Wahrheit über irgendeine historische Begebenheit, aber es ist die Wahrheit über mich und über das, wie ich Bezug zu anderen herstellen will und zu Dingen. Und in der philosophischen Praxis ist das die entscheidende Wahrheit, die sozusagen dann auch zur Wahrhaftigkeit führt, idealerweise. Und das ist ja oft die Frage, wie komme ich dorthin? Weil du vorher gesagt Genau, hast, also das muss ich mal wissen, wollte ich fragen, ja. woher soll ich wissen, was ich will? Und an den körperlichen Reaktionen kann man das ganz gut festmachen. Und natürlich sind im Körper auch jede Menge Unliebesmuster gespeichert, die einem, wie wir vorher gesagt haben, komischerweise immer wieder an die gleichen Punkte führen, wo die Dinge passieren, die eigentlich nicht mehr passieren sollten. Das ist ja auch im Körper gespeichert. Wilhelm Reich und folgende Bioenergetiker haben das ja alle festgestellt, dass das ja auch wirklich nachweisbar in unseren Muskeln gespeichert ist, diese Reaktionen. Die sind auch alle da. Auch das muss man irgendwie abtrainieren, so wie man es halt im körperlichen Sinn auch abtrainieren muss, dass man dann zu dieser Intuition kommt, die einem dann aber doch ziemlich deutlich sagt, wo es besser ist für einen und wo es schlechter ist für einen.